the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppler, bei SWTOR. Direkt nach dem Livestream. Ja, der Livestream war ja ordentlich die Palette, ne? 4 Stunden noch was. Haben wir mit Betonente, Fauxi und Fächer hinter uns gebracht. Und ja, ich knüpfe jetzt quasi hier mit der ersten Folge nach dem Livestream direkt dran. Und es geht direkt dann weiter. Es sind jetzt gerade mal, lass uns 20 Minuten sind, die vergangen sind, seit Livestream geschlossen wurde bei mir. Ja, der Gemmerit ist jetzt noch mit im TS. Der war ja vorhin schon kurz zu sehen mit seinem Charakter auf der Treppe noch einmal. Der hat uns nur kurz durchgebufft und so. Ja, die stehen jetzt hier alle schon bereit. Jeder mit Lichtschwert, soweit ich das sehen konnte. Und ja, wir horchen uns jetzt mal kurz an, was die Gemmerit sozusagen hat. Ich gehe jetzt mit euch runter im TS und dann meldet die sich alle nochmal und dann können halt die Stimme zuordnen und ja, und dann geht's direkt weiter. So, ich darf begrüßen die Gemmerit. Moin. Früchte zukommen. Fauxi. Hi. Betonente. Gute. Und wo ist Fieche? Die ist gerade rausgegangen. Der Bauch aufgegangen. Ja, dann muss er lauter schreien. Hallo, ihr Lieben. Gut, sie hat rüber geschrien. Spiel hätte sich gerade geschlossen bei ihr. Ja. Ja, das kenne ich in Assetor. Habe ich auch öfter gehabt. Dann wäre Studio quasi der erste, den man in die Gilde aufnimmt. Oh Mann. Ja, kommt doch. Wo bist du gerade? Wir stehen auf der Flotte. Ja. Bei deinem Modifikationshändler. Jo, ich muss erst zurück zur Flotte eben schnell. Aber soweit ich das weiß, ist fähig der Captain der Gilde. Ja, derjenige, der den Gruppenlead hatte, als die Gilde designt wurde. Wir werden. Hast du gemeint? Nee, also es fängt jetzt nur beim Blindra an. Wir müssen immer an Jedi Leichschlafe. Ist das immer so oder kann man das umstellen? Erzähl dir sofort, wenn du mir nochmal sagst, wo du warst. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Bei den Fähigkeiten von den Crew-Fähigkeiten da. Nee, Modifikationshändler. Also Versorgung ist okay. Mit dem. Warte, ich bin in 20 Sekunden bei, lad mich erstmal eben schnell ein. Weil ich muss das, die Optionen offen haben dafür. Gut, wie lad man ihn? Theoretisch mich anvisieren, dann rechtsklick auf mein. Ja, genau. Das war der falsche. Das kannst du direkt streichen. Nein. Das ist eine Aufnahme. So, wie ist denn das bei dir eigentlich? Gehen wir in die Einstellungen und dann wir fangen mal oben an bei der Steuerung. Spiel beenden, Ablehnung. Einstellungen. Steuerung. Ja? Da hast du oben direkt automatisches Plündern bei Rechtsklick und daneben Bereichsplünderung aktivieren. Hm. Ich war nur, dass du das erste Sinn anklickst gelb. Und direkt alles. Ich guck. Automatisch nächsten Feind müsste auch drin sein.
Menschenjäger, das ist dein Vermächtnisname. Nee, das ist in dem Fall sogar ein Titel, irgendein PvP-Titel, der damals sehr selten war, weil nur wenig den so schnell erreicht haben, aber inzwischen dürfen hier Hunderte rumrennen. Mein Vermächtnistitel ist, geheim, muss ich wirklich sagen. Den hat in 3-4 Jahren Spielzeit nicht einer jemals erfahren. Siehst du unsere? Nein. Kann ich ausschalten. Nee, sind bei euch allen deaktiviert. Bei so einem Gildenfenster einen drin stehen. Ich hab euch zwei wieder eingeladen. Wir müssen nur bestätigen. Allmächtiger. Ja, das ist doch. Hier habe ich Allmächtiger? Ja. Ah, sehr schön. Das war wegen dem Allmächtiger Gründer in Kombination. Ganz früher. Wie war das? Es war die ganze Zeit geheim? Eigentlich schon. Ja. Weißt du, seit wann kann man das nachgucken? Die ersten 3 Jahre konnte man es auf jeden Fall nicht nachgucken. In der Gilde steht's. So eine Scheiße. Das ganze Ding haben sie sowieso umdesignt. Okay. Dann, wenn wir dir also die Gildenleitung theoretisch übergeben würden, hätte unsere Gilde mehr zur Verfügung. Jetzt gerade ja. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft. Müsste ich nachgucken. Aber ja, im Moment ja. Also die Gilde kriegt mehr, wenn dann der Gildenleiter Abonnent ist. Richtig. Ja, okay. Aber ich weiß jetzt auch nicht gerade, was genau da im Sigma reingucken. So, ziehen wir los. Wir müssen ja jetzt in den Dungeon. Ja. Juhu. Kann man auch klassisch altmodisch in den Dungeon auch reinlaufen? Ja. Weil es gibt ja jetzt hier auch diese Suche nach Gruppe-Tool-Ding. Wenn ihr die Mission machen wollt von wegen einem zufälligen Dungeon, dann musst du wirklich darüber listen. Aber das hat sich, glaube ich, sowieso, weil da eh nur Deck-Talent drin sein dürfte. Auf dem Level. Ich glaube, mittlerweile ist auch da alles drin, aber wo ist das? Das war mal dort, dort ist es aber. Ach, das Gruppenfinder-Symbol ist da und es sind automatisch alle ausgewählt. Okay, wirst du hochskaliert, nehme ich an, dann. Ja. Ja, das sollte man nicht machen, nicht mit den paar Fähigkeiten, die man hat. Da fehlen einfach zu viele Sachen. Ja. Auch wenn man hochskaliert wird, das passt einfach nicht. Zu den Dromon-Kart abfliegen. Okay. So, hier ist noch eine Quest für die Black Talon. Mem ama kupka kramanik umnu kiga mayamak nulilak apajam kamgam amka nemnang ampa nemnang memua inok nikag agak kipnebab naya amgam barakeki. Schön, das zu hören. Nane kari maraka amkam. Ja, auch liebig. Wenn man keine Waffe. Wenn man ihn nicht versteht, ne? ein Story-Modus. Das Ganze tut Betonente auch immer noch Livestreamen, während ich hier jetzt schon Folge draus mache. Also nicht wundere, wenn da also Chat-Kommentare kommt. Das ist dann bei Betonente. Hier sind so viele Leute. Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben.
Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Dromon Kaas. Gibt es einen Grund, dass mich euer Captain nicht persönlich begrüßt? Wir mögen zwar nur ein Transporter sein, aber trotzdem muss jemand auf der Brücke bleiben. Und das übernimmt der Captain gerne selbst. Auf dem momentanen Kurs sollten wir das Ziel binnen eines Tages erreichen. Das dürfte kein Problem sein. Ich möchte im Namen aller hier noch erwähnen, dass es eine Ehre ist, den Sith und der Korriban-Akademie zu dienen. Betrachtet euch als unser Gast. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Ja, das tue ich. Ich will euch nicht länger aufhalten. Wenn wir im Dromund-System eintreffen, lasse ich es euch wissen. Ach übrigens, euer Druide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Entschuldigt, aber ich weiß nicht, wovon ihr da sprecht. Ach, die Maschine hat explizit nach euch gefragt. Daher dachte ich, ihr wärt der Besitzer. Mein Fehler. Wie dem auch sei, jemand wünscht euch zu sprechen. Der Konferenzraum liegt hier am Ende des Korridors. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am. Bitte. Haben die alle Droide dabei? Wahnsinn. Krass, ne? Jeder von uns hat so einen Droiden gekriegt. Ach so. Weil Story-Modus. Ich bin Druidiker. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht, oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Die Narbe. Das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Was genau ist meine Aufgabe? Das werde ich sofort schildern. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff. Sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Jetzt gerade bin ich mehr daran interessiert, nach Dromund Kaas zu gelangen. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin sicher, Lord Sesh wird es zu schätzen wissen, wenn das Imperium ihrer Forschung vorangeht. Der General wird am Ende des Tages in Haft oder tot sein. Denn wenn er es nicht ist, das versichere ich euch, wird euer Schiff niemals sein Ziel erreichen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentar Star. Ausgezeichnet. Ich fahre fort. Tretet bitte zur Seite. Halt! Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsic. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Blaster raus!
Angriff! Angriff! Oh, Fauzi! Ey, da war ich einmal böse. Ich hab das Gefühl, ich muss das heilen, weil das die Druiden hier tun. Das ist doch super. Ja, dann Blitze, wie immer. Blitzdingsen. Ui, Stufe 17. Wow. Sind wir für das auch schon überlevelt? Ja. Level. So. Das Ding ist für Level 10. Ich kann Ihnen versichern, der Tod aller verletzten Crewmitglieder wird strategisch unbedeutend sein. Ich denke halt, wir sind eine Droide, ne? Ja, aber. War cool, oder? Wow. Mein Rotti, der eigentlich läuft mir hinter mir her. Der heilt und die machen Schaden und. Bringt gut aus. Tja. Und verschwindet ständig. Und sie sind nervig, weil sie so viele rumlaufen. Okay. Wir immerhin laufen zum Einsammeln, dabei geht das jetzt mit R. Ach, mit Restlick. Also ich glaube, beim nächsten Mal könnten wir halt echt Veteran spielen. Ich glaube, das wäre lustiger. Aber ich habe halt Angst, dass dann das Ganze auf höherem Level stattfindet, anstatt auf... Ja. Naja. Rein da! Dem müssen wir reden mit diesem Captain, oder was? Ist das nicht? Mit dem Robo da. Alle Marines wurden neutralisiert. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Wer trifft hier die Entscheidungen? Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Captain Orsic, ich habe gehört, ihr habt einen direkten Befehl von Gros Moff Kilran missachtet. Ja, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so brutal reagieren würde. Ihm muss sehr am Passagier der Brenthal Star gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Das ist cool, dass man jetzt das Symbol sieht. Ich will hier niemanden zum Märtyrer machen. Wir können diese Mission erledigen und überleben. Natürlich glaubt ihr das. Ich sehe es etwas anders. Das Gute hat gesiegt. Ihr mögt es geschafft haben, ein Schiff zu kapern. Und das ist wirklich beeindruckend. Aber die Brenthal Star zu übernehmen, ist etwas ganz anderes. Ich kann uns vielleicht nahe heranbringen. Aber dann müsst ihr an Bord gehen, eine Armee aus Soldaten der Republik bekämpfen und den General finden. Das ist nicht möglich. Ich wollte keine Analyse von euch, Captain. Wir holen uns dieses Schiff. Ich verstehe. Danke für die Klarstellung. Scheint, als hätte ich da wenig Alternativen. Ihr habt meine Crew.
und ich kooperiere einstweilen. Gehen wir an die Arbeit. Wir haben nicht viel Zeit. Übertrage neue Befehle auf alle Brückenkonsolen. Priorität 1, die Brentalstar abfangen. Ihr habt den Droiden gehört. Alle Mann bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Ausweichmanöver. Haltet die Kapseln auf Abstand. Sie sehen harmlos aus. Aber sie docken an der Hülle an und schneiden sich dann mit Sabotagedroiden durch. Ausweichmanöver. Aye, Sir. Sir, 3 Fähren auf Abfangkurs. Ein Angriffskommando. Wir haben zu wenig Verteidigung, um sie am Landen zu hindern. Ich bebe vor Vorfreude. Das Sicherheitspersonal wird euch am Eingang der Fährenrampe treffen. Verteidigt das Schiff um jeden Preis, dann schaffen wir es zur Brentalstar. Sekundäre Energiesysteme beschädigt. Unwichtige Systeme eventuell... Hab ich mich gerade erschreckt. Ich mich aber auch im ersten Moment. Wohin müssen wir? Backbordhange. Wartet, bis alle da sind, sonst kann man den Aufzug nämlich nicht mehr benutzen, wenn nicht alle da sind. Okay, geht. Tank vor. Du bist ein Tank. Bewegt mich hier schon. Nur irgendwie schneller macht von Radau. Ich bin raus, gute Nacht. Tschüss. Ciao. Hier einfach. Die sind in die andere Richtung gelaufen. Ach so. Das sah doch gerade episch aus, während im Laufen auf Schwert gezockt. Kam mir erstmal durch. Aus der Reichweite. Sonst aus der Entfernung was. Ich finde halt deine Charge noch vorne so geil. Ja. Der fehlt mir gerade. Ja, ist komisch, dass das sowas für Tank mit hat. Weiß nicht, ob ich sowas hab. Ich hab bei mir unten mittlerweile beide Leisten fast voll. Naja, weil in der ordentlichen Gruppe wird der DD halt warten, bis der Tank auch dran steht. Wir sind ja nicht ordentlich. Nee, ist die Indie-Gruppe. Ob da drauf nicht, ne? Charge! Ist das der Boss? Ist das der Boss? Ihr hättet uns niemals angreifen sollen. Mein Charge geht nicht! Ihr könnt ja doch mit A fangen! Juhu! Ihr hättet uns niemals angreifen sollen! Imperiale Arroganz kennt keine Grenzen! Hier spricht der Captain. Falls ihr mich hören könnt, wir brauchen euch auf der Brücke. Wie ist denn das jetzt aufgeteilt worden?
Ich habe die Handschuhe gekriegt. Aber ich kann mit Foxy, glaube ich, nicht handeln. Ah, ich habe Hose gekriegt. Ich habe gar nichts gekriegt. Wieder mal die Rüstungsart nicht dabei. Es sind noch mehr zu töten. Ich kann die Gegenstände auch nicht handeln. Okay. Hier lang. Da vorne am Schiff war was zu drücken. Muss ich das noch machen? Nein, das war eine Kolte-Station. Eine Station, wo du Heilung gekriegt hast. Ach so. Aber es macht das für einen Sinn. Dass du keinen Heiler brauchst im Prinzip. Oder wenn dein Heiler scheiße ist. Okay. Hast du da die Möglichkeit, dann noch eine Heilung zu kriegen? Also das war jetzt gerade Boss Hunter, das irgendwie gemerkt. Nee. Weil das auch nicht wirklich der Boss war, das waren so ein paar kleinere Gegner. Der Boss hat einen goldenen Stern mit einem silbernen Stern versetzt dazu. Oh, sollte vielleicht noch was auswählen. Mando-Deck wieder? Ja. Wo ist das Schnitzel? Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Enttäuscht uns nicht. Alarmbereitschaft. Groß Moff Killruns Abgeordnete sind zurück. Wie ich sehe, habt ihr euch um den Angriff der Republik gekümmert. Gratuliere. Ich bin ein Sith und ihr werdet mich gebührend begrüßen. Verzeiht mir. Willkommen zurück auf der Brücke. Wir haben die erste Angriffsfälle der Brentile Star überlebt. Es wird ruhig bleiben, bis wir auf Jägerentfernung sind. Also noch ein oder zwei Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brentile Star. Bitte durchstellen, Fähnrich. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Fürchtet ihr euch, dass es kein Schiff mehr zu erreichen gibt? Dass ich eure Freunde vernichte, bevor ihr eintrefft? Ich fühle keine Furcht. Ich bin besorgt. Um euch. Die Brentile Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Der Friede ist eine Lüge, Jedi. Die Sith wissen das. Ich möchte hier keine philosophische Diskussion führen. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brentile Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Ihr macht euch etwas vor. Das Schiff gehört bereits mir. Ihr habt eure Position deutlich gemacht. Aber macht euch auch bereit, einem Jedi entgegenzutreten und überlegt, was das bedeutet. Sind auf Jägerentfernung. Die Brentile Star startet die erste Staffel. Wir sollten dasselbe tun. Ich nehme an, ihr führt die Entermannschaft an, die den General sucht? Ich tue, was immer nötig ist, um es zu beenden. Viel Glück! Ich bin mir sicher, ihr werdet den General schnell ergreifen. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brentine Star könnte gefährlich werden.
aber Groß Moff Kilran hat vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Na dann kipp ihn. Den nicht gehört. Steuerbord, ne? Hier ist noch mein Händler. Wo lauft ihr hin? Volle Kanne voraus, wir wollen schlachten. Ja, aber volle Kanne falsch. Ja. Wir haben keinen XP-Boost mehr drin, wollen wir den wieder anschmeißen? Oh, natürlich. Wenn ich nur dabei hätte, ja. Ich hab meinen jetzt angemacht. Ich hab meinen auch an. Jeder muss einmal die Tür klicken. Okay. Dass man dort einfach so in den fliehen kann. Schlitze! Charge! Das ist nichts für mich, oder? Gleich die Rüstung, ne? Nein. Ich find's einfach geil. Hä, warum? Er ist doch am Schlachter, ich mach Jump over drüber hinaus, um deine hinten Draht zu holen. Quer durchs Bild durch. Juhu! Blaster Gun. Oh, die war aber groß, die Woman. Ja, jetzt funktioniert es auch mit deiner Masseleiche Flintern. Sehr gut. Ja. Oh, da geht's ab, da geht's ab, da geht's ab. Oh, jawohl! Schicker. Echt wo? Nee, ein Wächter ist das. Noch kein Druidiker. Das ist irgendwas mit einem Stern. Ja, also die haben ja die silbernen, das sind die leicht stärkeren Gegner. Dann kommen die goldenen und dann kommen die Bosse. Das ist so ein goldener Stern und der hat nochmal einen versetzten silbernen. Oh, das waren ein paar Credits. Boah, bevor ich...